heute sind wir on the road Richtung Saarbrücken. Guckt mal, das ist zwar noch Hamburg hier. Aber im Laufe der Zeit wird das Saarbrücken. Hoffentlich. So innerhalb der nächsten 9 bis 10 Stunden. Ah, morgen reicht auch. Hauptsache, wir sind morgen Mittag da zum Soundcheck. Ich hätte gern was von dem tollen Hotelzimmer. Wir sind im Übrigen immer noch in Hamburg, aber wir haben den Stil jetzt gewechselt. Da hat sie schon immer gesungen, wie so ein Schaf. Eine unglaubliche Auswahl hier, guck mal hier. Ein kleiner Love. Der kleine Love-Plug. Länger durchhalten. Das brauche ich nicht. Eine Treppel-Pussy. Pussy to go. Ich finde aber auch den Doc Hammer ganz gut. Natural Strong. Der Topseller. Nahrungsergänzungsmittel. Das klingt mir eher wie Viagra. Jetzt haben wir ein neues Maskottchen auf unserer Tour. Weil die alles bei Burger King so findet. Inton! Nein, das ist Inton. Ich glaube, du hast das verfehlt. Nein, selbstverständlich nicht. Oh mein Gott! Ah! Wir sind hier in so kleine Gewitter reingekommen. Wir sind jetzt bei Frankfurt. Waterdeck! Scheiße! Wir sind da! Wir sind da! Wir sind angekommen! Wir sind jetzt 12.000 Stunden gefahren. Seit 13 Uhr, ne? Seit 13 Uhr, oh Gott, 6 Stunden, 7 Uhr. Nee, doch, 8, 9, 10 Stunden. Hier sind wir jetzt bei einer erlesenen, was für eine Verkostung? Das ist der Carlos Primero Grand Imperial. Was soll das stinken? Das ist der Birnenschnaps. Ich rieche ja keine Birne. Ich auch nicht. Riecht ein bisschen nach Urne. Das ist ein Betrug. Hallo. Wir sind mittlerweile in Saarbrücken angekommen. Und was machen wir jetzt gerade? Wir Make-up kaufen. Wir versuchen verzweifelt einen Rossmann zu finden. Aber hier... Also jetzt schon, wir machen hier jetzt Werbung für die Marken. Hashtag Rossmann. Bezahlte Membership, ne? Ja, Julia, ne? Also wir wären ne? bereit. Mhm. Wir bezahlen dafür. Unser Gesicht trägt regelmäßig eure Produkte. So, was haben wir denn hier? Only? Was drehst du dich denn oder so schnell? DM. Und was ist das hier, die allgemeine hier Markenschau? Auch, was ist das denn? Oh, hier. Oranjeblumen. Okay. Wolle Rose kaufen. Die sind nicht geil. Da bunte Blumen. Weißt du, was ich immer schade finde, dass es keine blauen Rosen gibt? Aber es gibt schwarze. Ja, ja. Mhm. Nachtschwarze Rosen. Ja. Das musst du deiner großen Liebe schenken. Ich hasse dich. Essen hasse dich. So. Oh, ich krieg hier drin Allergie. Schnell, lauf, echt? Lauf. Ich habe eine Prednisolon genommen, ich merke überhaupt nichts. Ich habe Cetirizin genommen, ich werde langsam müde. Nee, es liegt schön, ist hier. Es fühlt sich so an, als wäre noch nicht mal ein Jahr vergangen und ich habe ein riesen Déjà-vu, dass wir das alles hier schon mal gemacht haben. Vor genau einem Jahr bei Flying with the Coast. Und jetzt sind wir wieder genau hier, wo wir sein wollen. Die Haare sitzen nicht mehr. Ja. Hast du die überhaupt schon gemacht? Ja. CSD Saarlolux, wir bauen jetzt auf, wir werden gleich soundchecken. Wir freuen uns wahnsinnig hier zu sein, wir werfen einen kurzen Blick auf die Bühne. Und mein roter Samt ist auch wieder da. Yay! Bist du bereit? Kannst du mir vom Board aus mehr Output geben? Weil ich muss den Gate... Der Concealer und Highlighter für sich entdeckt hat. Oh. Gib mal ein Stück ins Licht. Also fürs erste Mal finde ich es nicht schlecht. Was sagt ihr? Ja. Ich bin
auch schon. Dein Schreiben ist on fleek. Aber richtig, ne? Aber richtig. Die Trolle ist auch schon fertig. Das ist ein Post-Gag-Interview. Post-Gag-Interview, komm doch rein. Nein. Oh mein Gott, das ist Benes kleines. Guck mal hier, ich hinterlasse dem Hotel ganz viel Glitzer. Oh, die arme Putzfrau. Oh Gott, die werden uns hassen. Diese Beschissene sieht aus, yo. Ja, du kriegst die Haarverbot. Es war unglaublich. Es war so voll. Es war so schön. Saarbrücken ist einfach fantastisch. Hat so einen Spaß gemacht. Post-Gig-Interview. Post-Gig-Interview, es war wundervoll, wieder in Saarbrücken zu sein. Ich habe sehr, sehr viel Glitzer orgasmisiert ins Publikum, ins Gesicht. He came a little. Just a little bit. Oh, love. Ja, endlich bist du auch. Endlich durftest du auch mal trinken. Baby war bereit. Endlich volljährig. Das schon. Was will er jetzt? Will er mir das irgendwie... Ich will mir das irgendwo hinkippen. Gib mir einfach den Sekt. Aber wie lässig du einfach... Das spiel ich halt nur in einer Hand. Calvin Harris, du bist eine Bitch. Drei Akkorde. Die muss man aber auch spielen können, ne, Janosch? Hier. It's on. Alter. Wir sehen, wie du die spielst. Ja, gar nicht. Ja, gar nicht. Punkt, zack. Trinkt man noch was? Ja, natürlich. Nimmst du das Geld mit? Wollen wir uns ein bisschen Shit aus dem Gesicht wischen oder sollen wir so? Nee, wir gehen so kurz was trinken. Wir lassen das auf mein Zimmer anschreiben und ich bezahle die Scheiße davon. Ich schaffe das kaum. Und ich werde es benutzen. Nice. So, Kinder, gute Nacht. Guten Morgen. Alle lecker. Um 5 schmecken. 34 unten, ne? Ja. Spätestens. Ne, Bene? Spätestens. Chef, du dachtest, der auch. Wir schaffen das immer. Ja.